Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Airport Simulator mit mir, dem Niklas. Ja, in der letzten Folge haben wir einen langen und mühsamen Auftrag erfolgreich zu Ende gebracht. Wenn auch nur mit Wertung C. Die vorigen Aufträge haben wir alle mit Wertung A abgeschlossen. Ja, und jetzt widmen wir uns der Mission 4. Es schneit, organisiere deine Arbeitsabläufe den Witterungsbedingungen entsprechend und verbessere dein Enteisungskauf. Was lese ich hier? Enteisungsfahrzeug durch den Kauf von Upgrades. Okay, das heißt, wir müssen erstmal zu unseren Fahrzeugen. Und wir müssen das Enteisungsfahrzeug upgraden. So. Jetzt haben wir das richtig fett getunt. Ich denke, damit können wir jetzt losgehen und uns der Mission 4 widmen, wo auch immer Mission 4 stattfinden wird. Ich würde sagen, wir nehmen uns mal das Enteisungsfahrzeug. Ich habe irgendwie den Verdacht, dass das wieder in diesem Viertel hier sein wird. Oder doch nicht? Nee, ich habe das Flugzeug auf der Minimap. Es müsste jetzt also doch in dieser Hälfte hier stehen. Wie gesagt, da haben wir uns ja schon mal mit rumgeärgert, dass das. Oh fuck, jetzt muss ich mich an vier Posi. Und ich muss mich schon wieder um zwei Flugzeuge kümmern, ey Leute, kommt. Das ist es doch nicht wert. Warum denn um zwei? Ein Flugzeug reicht doch völlig. Ich meine, ich bin doch nur ein Ein-Mann-Manager hier. So. Dann wollen wir mal das Dings ausfahren hier. Und dann wollen wir mal die Tragfläche hier vom Eis befreien. Ja, schön drauf, das gute Frostschutzmittel. Dann fahren wir ein Stück weiter. Zack. Einmal weg das Zeug. Richtig ätzend. Wie viel Prozent haben wir jetzt eigentlich schon enteist? 27. Okay. Viel ist das ja nicht. Naja, dann befreien wir erstmal diese Tragflächen hier. Komplett vom Eis. Alala. Und ich habe wieder keinen Redestoff. Das ist echt deprimierend bei dem Spiel hier. Ja, super, ich kann durch die Tragfläche nach unten, aber nicht durch die Tragfläche nach oben. Was ist das? Ein Kack. Entschuldigen Sie bitte, aber so ein Kack. Sie Arsch. Oh Gott, ey. Ich pinne ja gleich ein, nicht wundern, warum ich so wenig rede. So. Jetzt haben wir immerhin die eine Tragfläche komplett enteist. Das heißt, wir müssen jetzt die andere Tragfläche enteisen. Das ist irgendwie logisch. Irgendwie hängt das logisch zusammen, nicht? Schmatz, schmatz, schmatz. Dann fahren wir mal diesmal von der Seite an die Tragfläche ran. Vielleicht können wir das dann ordentlich und präzis machen.
So. Ach, weiter können wir uns gar nicht drehen. Ist ja schon, ist ja scheiße. So. Aber nichtsdestotrotz müssen wir noch näher ran. Okay, ich schätze, wir müssen doch noch von der anderen Seite ran. Dann fahren wir mal. Hallo, Steuerung, würdest du bitte nicht hier irgendwie so komische Faxen machen? Danke, das wäre wirklich nett. Die Steuerung hier. Einerseits ist es schön, dass die unpräzis ist, weil man dann zum Beispiel mit so einem Frachtlader nicht so peinlich genau an so eine Ecke ranfahren muss. Ihr wisst ja, wie ich das hasse, dieses Manövrieren. Am besten ist hier aber die Physik-Engine, ja? Der Strahl geht einfach linear nach unten, der krümmt sich nicht irgendwie. Das kann man ja beim Flughafenfeuerwehrsimulator ganz gut sehen. Die Strahlkrümmung. Die gute alte. Ja, da kann man die Strahlkrümmung dann manchmal dazu nutzen, dass man eben an bestimmte Punkte rankommt, an die man mit einem zum Beispiel linearen Strahl eben nicht rankommen würde. Aber nein, hier geht der Strahl einfach linear. Aber gut, Ansgar und ich haben ja schon festgestellt, das Spiel ist insgesamt kein grafisches Highlight. Ich persönlich bin jetzt nicht irgendwie jemand, der groß auf Grafik achtet. Gute Grafik ist eher so ein nettes Accessoire obendrauf, ja, so ein Sahnehäubchen, aber braucht man nicht unbedingt. Auch ein Spiel mit schlechter Grafik kann Spaß machen. So, dann wollte ich jetzt zum anderen Zielobjekt fahren, was, wie ich schätze, genau da hinten ist. Den müssen wir nämlich auch noch enteisen. Ich denke, das wird eine ganze Ecke einfacher, weil das kleinere Tragfläche. Alter, nicht ernsthaft, oder? Leute, nicht im fucking Ernst. Ich muss nicht im fucking Ernst drei Flugzeuge hier betreuen. Sag mal, seid ihr irgendwie beschissen oder was? Wollt ihr mich eigentlich komplett verarschen? Drei verfickte Flugzeuge, da kann ich doch niemals die Wertung A bekommen. Pfeffersäcke. Jetzt muss ich mich um drei verschissene Flugzeuge hier kümmern, also ganz ehrlich. Zwei Flugzeuge reichen mir völlig. Und würdest du dieses restliche Eisding da bitte, bitte wegspülen? Dankeschön. Jawohl, es geht doch. Ich würde auch super gern mal die Ansicht drehen. Na bitte. Kann ja tatsächlich. Sag mal, seid ihr eigentlich komplett beschissen im Kopf? Vier verfickte Flugzeuge, die ich jetzt allen Ernstes alle enteisen, beladen, abschleppen oder sonst was soll. Ihr habt sie doch nicht mehr alle. Ja, hier. G3, G5, G7, G8. G8 ist sowieso schon scheiße, also warum dann auch noch so ein Gate danach benennen? Alter, die sind doch scheiße im Kopf. Ich bin gerade mal beim zweiten Flugzeug und dann schieben die noch zwei hinterher, ey, diese Wichser, ey. Ganz ehrlich. Wollen einen doch komplett verarschen. Ich bin doch schon mit zwei Flugzeugen völlig überfordert. Ich hab nur einen Bronze-Pokal.
Super, da kann ich dann noch ein Stück zurückfahren. Ja. Genau, und jetzt stehe ich wieder nicht genau im Feld drin. Auch ganz toll. Hey. Ist doch echt krank ist das. Gib mir einfach nur zwei Flugzeuge, das reicht mir schon völlig. So. Jetzt dürfen wir noch zu G7 fahren. Und das ist auf der komplett anderen Seite des Flughafens. Ist echt ideal. Und jetzt habe ich nur verfickte 96% von der Tragfläche hier enteist. Sag mal. Denen geht's echt so gut. Dann mach wenigstens die Scheiße weg. Alter, nee. Jetzt muss ich noch G7 und G8 enteisen. Das ist nicht deren fucking Ernst. Ja, genau. Und jetzt ist G8 auch noch ein großes Flugzeug, ne? Toll. Habt ihr auch eine tolle Zeitbegrenzung für gesetzt. Also, nee. Ihr seid doch echt... Das ist... Scheiße ist das. Ganz ehrlich. Also, zwei große Flugzeuge, zwei kleine Flugzeuge, super, ja, genau, super Steigerung im Gegensatz zu letztem Mal. Nein, man kann nicht wenigstens drei Flugzeuge als Steigerung nehmen. Nein, es müssen natürlich vier Flugzeuge sein, davon ein großes und ein kleines, ne? Das kotzt mich richtig an. Aber so richtig, richtig, richtig. Und nein, ich habe natürlich nicht 50% der Tragfläche enteist. Es sind natürlich nur verfickte 39. Weil ich schon wieder näher ranfahren muss. Alter, ey. Und für so eine Gülle verlangen die 20 Euro. Das ist echt... Abzocke. Also ich persönlich würde sagen, dass sich diese 20 Euro nicht wirklich lohnen. Die kann man wirklich in bessere Spiele investieren. Abspülen, abspülen. Komm. Runter mit dem Scheißeis. Prozent, komm. Wo ist das scheiß Resteis? Na? Wo ist es? Wo ist es? Na? Wo ist das Resteis? Komm, zeig's mir. Wenn ich nur 96% enteist habe. Wo zur Hölle ist das Resteis? Wo ist das Resteis? Wieso habe ich nur 96% enteist? Das kann nicht. Boah, ey. Nee, im Moment regt mich das richtig auf hier. Vier Flugzeuge, davon zwei großflächig Tragflächen, ja? Ich bin hier allein schon 10 Minuten damit beschäftigt, ein komplettes Drittel, ja sogar mehr als ein Drittel der Missionszeit... Mit dem Enteisen der ganzen Flugzeuge und dann soll ich die gleich noch schleppen und alles, oder was? Die haben doch echt ein Rad ab. Ja, endlich habe ich sie enteist. Das war ja wohl ein Mikrofleck. Den konntest du ja unmöglich sehen, hör mal. Also, nee. So, mir reicht's jetzt. Mir platzt verdammt gleich nochmal der Kragen. Deshalb würde ich sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es dann wieder heißt, Günther Presches kümmert sich um verfickt viele Flugzeuge, die ihn auch gar nicht unterfordern. Bis dahin.